Heute ist der 18. Dezember und hier kommt die Geschichte dazu. Sie ließen ihren Schlitten auf dem Weg stehen und schauten durch das Eisentor in den verschneiten Garten. Kommt! Johnny führte sie an der Mauer entlang zu einem kleinen Tor. Da, wir können da rein, das Schloss ist offen. Sophie wagte nicht zu fragen, warum das Schloss offen war. Eigentlich sollte sie gar nicht mit Johnny spielen. Er ist viel zu alt für dich, hatte ihre Mutter gemeint. Was will ein 14-Jähriger mit einer 6-Jährigen anfangen? Aber Sophie mochte Johnny. Wo Johnny war, war Abenteuer. Neugierig drückte sie sich an Johnny und Dick vorbei in den verwilderten Garten. Sie wollte zu den Schaukeln, aber ihr Bruder war schon unterwegs zu der alten Drehscheibe. »Treib uns an, Johnny, los!« rief Sophie und kletterte auf das runde Holz. Johnny begann, die Scheibe zu drehen. »Mehr! Weiter!« riefen die beiden Kleinen. Die Scheibe kam ächzend in Schwung und drehte sich dann immer schneller. Sophie wurde ganz eigenartig zumute. »Kannst du langsamer machen, bitte?« Die Bäume flitzten an Sophie vorbei. »Anhalten! Halte sofort an!« schrie sie. Sie sah Johnnys Gesicht immer wieder und wieder an ihr vorbeisausen. Sophie schloss die Augen und hielt sich nur noch fest. Im nächsten Augenblick wurden sie und Dick durch die Luft gewirbelt. Die Haltestange war aus dem Holz gerissen. Zum Glück hatte der tiefe Schnee ihren Flug abgefangen. »Spinnst du?« fuhr Sophie Johnny an. »Die Scheibe hat sich von ganz alleine gedreht. Ich konnte nichts machen.« »Du spinnst doch. Das war nicht komisch. Komm, Dick, wir gehen nach Hause.« Sophie nahm ihren Bruder an der Hand und wandte sich zur kleinen Tür zu. »Wartet, ich habe eine Idee.« Johnny kam hinter ihnen her. »Wir können versuchen, ins Haus zu kommen. Stellt euch vor, ein altes Spukhaus.« Er trat in ein kleines Fenster und drückte es nach innen auf. »Na?« rief er ihnen zu. Sophie zögerte. Eigentlich wäre es Zeit, nach Hause zu gehen, aber ein echtes Spukhaus zu untersuchen? Dieser Versuchung konnte sie nicht widerstehen. Geschickt stieg Johnny durch das Fenster. Dann machte Dick für Sophie die Räuberleiter und Johnny half ihr nach drinnen. »Und jetzt du, Dick«, rief sie. Dick schaute zu ihnen hoch und dann missmutig an sich herunter. »Das könnt ihr vergessen. Ich komme da nie hoch.« Sophie wandte sich zu Johnny um, aber der war schon im Inneren des Hauses verschwunden. »Tut mir leid, Dick«, rief Sophie. »Wir kommen bald wieder. Wir schauen uns nur etwas um.« Sie winkte ihm zu und folgte dann Johnny durch das Haus. Der Junge probierte einen Lichtschalter. Kein Strom, stellte er fest. »Aber vielleicht finden wir etwas zu trinken. Schnaps hält ewig.« Er machte sich auf die Suche nach der Küche. Sophie blieb im Wohnzimmer. Sie hatte ein altes Fotoalbum gefunden und blätterte es durch. Ein Junge, der Johnny ähnlich sah, saß auf der Schaukel im Garten. Es war das letzte Foto im Album. »Meinst du, dieser Junge hat hier einmal gelebt?« rief sie Johnny zu, als er endlich aus der Küche zurückkam. »Was gehen mich anderer Leute Kinder an?« antwortete Johnny mürrisch und ließ sich schwer auf das Sofa fallen. »Schau, was ich gefunden habe.« Stolz präsentierte er eine Flasche Schnaps und eine Schachtel Zigaretten. »Jetzt machen wir es uns richtig gemütlich.« Er zündete eine Zigarette an und trank den Schnaps direkt aus der Flasche. Sophie wusste nicht, was mit Johnny in der Küche geschehen war. Er war anders als sonst. Sie fühlte sich gar nicht mehr wohl in seiner Gesellschaft. Außerdem begann es zu dämmern. Sie sollte längst zu Hause sein. Was Dick wohl machte, wie spät es wohl war. »Ich möchte nach Hause«, flüsterte sie. »Ach komm, Sophie, stell dich nicht so an. Trink etwas.« Johnny stand auf und hielt Sophie die Flasche hin. »Ich darf keinen Alkohol trinken. Ich bin doch erst 6 Jahre alt.« »Ich bin doch erst 6 Jahre alt«, äffte Johnny sie nach. »Los, Sophie, komm, wir tanzen. Lass uns ein bisschen Spaß haben.« Mit einem Mal fürchtete sich Sophie vor ihrem großen Freund. »Bring mich nach Hause, bitte. Meine Mutter wird sich Sorgen machen. Ein kleines Tänzchen nur.« »Und dann bringe ich dich zu Mami. Versprochen.« Schwankend kam Johnny auf sie zu. Sie konnte sein Gesicht nicht mehr deutlich erkennen und er machte ihr Angst. Aber Johnny war doch ihr Freund. Es war schon fast ganz dunkel geworden. Sophie hörte ein Auto auf der Straße vorbeifahren. Die Scheinwerfer schienen hell durch das große Fenster und warfen Johnnys Schatten an die Wand. Und da sah sie es. Sein Schatten. Sein Schatten war falsch. Das war nicht Johnny. Es sah aus wie Johnny, aber er war es nicht. »Na los, Sophie, komm schon, nur ein kleines Tänzchen.« Das Wesen hatte die Arme ausgestreckt und kam lachend näher. Sophie nahm allen Mut zusammen und huschte an Johnny vorbei aus dem Zimmer. Es war dunkel und er war betrunken.
Vielleicht konnte sie sich vor ihm verstecken. Sophie schlich zur Tür. »Hey Sophie, wo bist du? Komm schon. War doch alles nur Spaß. Komm, ich bringe dich nach Hause.« Sophie kroch in das Schränkchen unter der alten Spüle. Sie machte sich ganz klein und zog die Schranktür von innen zu. »Sophie, los, komm raus. Zeig dich. Ich bringe dich nach Hause.« Johnnys Stimme klang jetzt rau und ungeduldig. »Nein, sie würde ganz bestimmt nicht aus ihrem Versteck kommen.« Durch das Schlüsselloch konnte sie Johnny in der Küchentür stehen sehen. Wieder kam ein Auto und wieder warfen die Scheinwerfer Johnnys Schatten an die Wand. Sie dachte an die Geschichte vom Wolf und den 7 Geißlein. Ganz bestimmt würde sie nicht aus ihrem Versteck kommen. Es war ihr gelungen, das kleine Schränkchen von innen zu verriegeln. Johnny versuchte es zu öffnen. Sophie hielt den Atem an. Ihr wurde fast schlecht vor Angst. Dann entfernten sich seine Schritte. Sie hörte ihn durch das Haus rufen. Dass sie nicht albern sein solle und endlich zu ihm kommen solle, weil sie doch alle nach Hause gehen wollten. Aber Sophie blieb in ihrem Versteck. Nur das 7. Geißlein im Uhrenkasten hatte überlebt. Sie würde nicht herauskommen. Sie hatte seinen Schatten gesehen. Dick war bestimmt schon auf dem Heimweg und zu Hause würde er alles erzählen und dann würde ihre Mama kommen und sie holen. So lange würde sie in dem Schränkchen bleiben, wie das kleine Geißlein im Uhrenkasten. Schritte weckten sie. Sie hörte die Stimme ihrer Mutter, die ihren Namen rief. »Hier bin ich«, antwortete Sophie der Stimme. »Hier im Uhrenkasten.« Sie hatte alles richtig gemacht. Sie war in ihrem Versteck geblieben. Und sie hatte recht gehabt. Dick hatte zu Hause alles erzählt und dann waren sie gekommen, hatten die Haustür aufgebrochen und sie gefunden. »Ich habe mich gefürchtet, einfach so. Deshalb habe ich mich hier versteckt«, erzählte Sophie ihrer Mutter. Einige Tage später kam eine Polizistin. Sie fragte nach Johnny. Er sei doch mit ihr in dem Haus gewesen, ob sie sich erinnern könne, wann sie ihn zuletzt gesehen habe. Und Sophie erzählte, dass Johnny in die Küche gegangen war, um nach etwas Trinkbarem zu suchen und dass er nicht zurückgekommen sei. Sie erzählte nichts von dem bösen Schatten. Johnny war ihr Freund. Sie würde ihn nicht verraten. Und eigentlich, da war Sophie ganz sicher, war es nicht Johnny, der aus der Küche zurückgekommen war und ihr solche Angst gemacht hatte. Und hiermit wünsche ich dir einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht und bis morgen.